Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cast 2. Heute schauen wir uns den Lamborghini Veneno an und sind dafür in Australien auf der Bathurst Mount Panorama Strecke. Und ja, ich habe eine persönliche Bindung zu diesem Auto. Ich finde es nämlich das hässlichste Auto, was... Ja, kann man das so sagen? Ich glaube, der hässlichste Lamborghini, den ich so kenne. Und ich kenne selbst den Gelände-Lamborghini. Also, ich weiß nicht, irgendwie gefällt der mir optisch überhaupt nicht. Ich bin froh, dass wir ihn hier in Project Cars 2 haben. Da kannst du ausprobieren und testen. Aber direkt mal meine persönliche Meinung von Anfang an weg. Pott, ein hässlicher Ding. Also ganz ehrlich, tut mir leid für jeden, der den geil findet. Aber, ja, ich kann euch da nicht verstehen. Was geil ist, ist so hier diese Öffnung hinten. Hinter der Fahrertür quasi. Die so richtig in das Auto reingeht. Das sieht mega geil aus. Aber hier so vorne, ach, das ist alles so wie, keine Ahnung, mit einem Hitzestrahler angestrahlt und dann so ein Plastik, was zerlaufen ist. Guckt euch mal die Frontscheinwerfer an. Mag ich überhaupt nicht. Auch Seitenführungslinie viel zu lang gezogen irgendwie und zu verschnörkelt und verhakelt. Und hinten dann auch diese Querflosse drauf. Oder Längsflosse vielmehr und dieses komische Heck. Also, ja, ist nicht mein Lieblingsauto. Deswegen habe ich den vielleicht auch noch nicht gefahren in Project Cars 2, sonst hätte das eher stattgefunden. Aber es ist prinzipiell eigentlich ein ganz geiles Auto. Denn der basiert auf dem Lamborghini Aventador. Und er ist zum Anlass des 50-jährigen Jubiläums von Lamborghini gebaut worden. Und von denen gibt es insgesamt 4 Stück von der Zune-Variante, von der Roadster-Variante. Die gibt es auch noch. Weiß ich gar nicht, wie viel es davon gibt. Auf jeden Fall kostet er so um die 3,5 Mille. Ich glaube, wenn du jetzt einen haben willst, dann musst du schon wen umbringen, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, da an einen zu kommen, denke ich mal. Gibt es in 3 verschiedenen Farben, glaube ich. Einmal dieses Carbon-Silber-Weiß ähnlich. Es soll nämlich an die italienische Flagge angelehnt sein. Weiß-Rot. Und grün, deswegen gibt es den einmal in weiß, in rot und in grün. Und ich denke, das hier soll hier weiß sein. Wir haben hier allerdings grüne Applikationen an Reifen und an Karosserieunterbau quasi. Sonst sind die normalerweise beim Standardfahrzeug sind die rot. Aber das sah irgendwie geil aus und da Project Cars die dabei hat, nehmen wir die doch auch mit rein. Ja, und wie gesagt, basiert auf dem V12 Motor auch von dem Aventador und hat hier nochmal ein paar PS mehr. Ist auf 750 gesteigert und wiegt 125 Kilogramm weniger als ein Aventador. Und dementsprechend kann das Ding fahrtechnisch bestimmt schon was. Also ich will jetzt auch hier nicht zu schlecht reden. Ich bin den selber noch kaum gefahren. Und ich würde sagen, das holen wir jetzt nach. Tachchen, Wheelcam und es geht los. Wir haben Australien ausgewählt, Bathurst. Und dort ist es gerade diesig um 9 Uhr morgens. Und da sehen wir auch, also es ist kein wirklicher Nebel, sondern eine... Ja, was ist es überhaupt, wenn es diesig ist? Ist es auch so ein leichter Nebel bei heißem Wetter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir heute mal das Auto hier ein bisschen testen und vor allem die Beschleunigung testen, denn da habe ich natürlich schon Bock drauf. 750 PS Allradantrieb. Das Ding wird also hier gleich auf der Gegengeraden nach vorne gehen, wie nichts Gutes. Und das probieren wir direkt mal aus. 150 Begrenzer bei 8000 Touren. Upala. Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben noch etwas untertemperierte Reifen. Was war das denn jetzt? Wir sind im Straßen-OEM-Setup unterwegs und die Mediums sind sogar drauf. Das heißt, nicht mal die ganz harten Reifen. Aber wieso war der denn da so am Schlingern jetzt gerade? Guck mal, so schlingert er nicht. Jetzt bleibt er stabil. Vielleicht Gegenwind auf der Geraden oder so, ich habe keine Ahnung. Wir beobachten das mal im Verlaufe der Ausfahrt hier. Traktionskontrolle ist wie immer aus, nur ABS ist an. Das heißt, theoretisch könnten wir hier so ein paar leckere Allraddrifts probieren. Ja, nicht nur in der Theorie, geht auch in der Praxis, sehr schön. Ja, und dieser Motor ist ja schon gedicht, ne? Der ist ja im Aventador schon geil, im Aventador SV noch geiler. Und das dürfte so ungefähr auf einer Stufe sein mit dem hier. Geht nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt mal von hinten zeigen, aber wir müssen lieber ins Cockpit wieder. Ja, okay, also das läuft schon mal gut. Der sieht natürlich recht wild aus mit dem Bodykit und dem ganzen Spoilerwerk und so weiter. Aber der fühlt sich jetzt auch nicht so an, als würde der mit unendlich viel Abtrieb am Boden kleben. Ist aber doch im Großen und Ganzen, glaube ich, ein bisschen stabiler als der Standard Aventador. Den haben wir ja schon auf der Highway-Strecke
gefahren. Aber da käme es auch auf den direkten Vergleich an. Der ist aber 125 Kilo leichter, dieser hier. Der Veneno. Deswegen wird er natürlich bessere Fahrleistung erbringen. Ja, und es ist witzig eigentlich, dass im Namen Veneno zwei Arten des Wortes Nein drinstecken. Einmal das englische No und einmal das, ja, deutsche, plattdeutsche Nee. Kannst du direkt doppelt Nein sagen, Veneno? Nee, danke, den will ich nicht. Das versteht direkt einer in zwei Sprachen. Ist aber natürlich nur eine persönliche Meinung. Also ich reduziere das auch komplett aufs Optische, dass der mir nicht gefällt. Denn Fahrleistungen sind natürlich trotzdem Sahne. Da kann ein Auto so hässlich sein, wie es will. So, haben wir DRS oder so Konsorten? Wahrscheinlich nicht. Aber es reicht trotzdem hier für dicke 2,80. Alter, 2,90. Das ABS greift voll. Man spürt sogar im Lenkrad. Ja, das ging ja nochmal gut. Alter, 2,90, ey. Das ist schon anständig. Ja, es gibt auf jeden Fall 4 Exemplare davon. 3 standen zum Verkauf. Ich glaube, einer ist nach Miami gegangen, der andere nach Hongkong und der dritte eigentlich auch nach Hongkong, aber der ist jetzt in Deutschland, weil ein Geschäftsmann aus Bayern den gekauft hat. Steht auf Wikipedia, glaube ich. Also ein sehr, sehr seltenes Gerät. Wer das mal auf öffentlichen Straßen zu Gesicht bekommt, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Das kriegen nicht viele zu sehen. Aber Fahrgefühl ist schon mal echt geil. Lässt schön viel übersteuern zu, der Allradantrieb. Aber gibt auch genug Leistung vorne, um dieses typische Allrad-Fahrverhalten zu haben, dass er sich ein bisschen upala, aus so einem Drift oder aus so einer Kurve rausziehen kann. Das fehlt mir zum Beispiel beim Huracan so ein bisschen, weil der recht viel an die Hinterachse schickt und sich fast schon anfühlt wie ein reiner Hecktriebler. Heute Abend übrigens Community-Rennen in der Assetto Corsa schaltet ein. Wir fahren nämlich Multiclass, auch ein Lamborghini mit dabei, der Huracan. Trofeo, Super Trofeo heißt er ja. Der fährt gegen den Cayman GT4 und gegen den Abarth 500. Also das wird interessant. Also die fahren natürlich innerhalb ihrer Klasse ein Rennen gegeneinander, aber zusammen auf der Strecke mit den beiden genannten Fahrzeugen. Multiclass. Und natürlich das auch wieder im Livestream hier. Also schön einschalten. Das wird witzig. Komme ich gerade nur drauf, weil wegen Lamborghini und so. Boah, okay, also dass der hier so unruhig wird. Das ist hart. Das ist echt hart. Ich meine, wir haben eine Theke hinten drauf. Aber die scheint offensichtlich nicht genug auszurichten, um den hier bei so hohen Geschwindigkeiten ruhig zu halten. Also, man kann es ja immer schlecht einschätzen, ne? Was ist so die, keine Ahnung, gibt es eine Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, wo so eine Kurve drauf ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Die sind alle viel sanfter und seichter und nicht so Harakiri. Oder eben, da musste vorher auf 130 runterbremsen oder so. Deswegen ist es schwer einzuschätzen. Also um jetzt wirklich zu sagen, der ist bei hohen Geschwindigkeiten nicht stabil, da fehlt halt so ein Autobahnvergleich auch. Ne? Wenn du da alles sauber machen kannst bei 300 und noch Spurwechsel und so weiter, dann würde man den ja schon als stabil klassifizieren. Und da sind ja die heutigen Autos sowieso. Da fährst du 300 und denkst, ja, schalte ich mal in den vierten Gang, weil du hörst nichts im Innenraum. Keine Vibration am Lenkrad und alles ist super ruhig. Das ist bei einem Diablo SV mit 340, glaube ich, nicht so ruhig alles. Ja, aber deswegen, der wirkt hier auf der Rennstrecke bei 290 instabil.
Aber ob das, also in welchem Maße das ist, das kann ich halt nicht beurteilen. Weil das ja doch schon eine sehr, sehr extreme Situation ist. Diese Rechtskurve. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Cockpit knarzt. Keine gute Verarbeitungsqualität hier von Lamborghini. Da, hört ihr es? Ganz, ganz schlecht. Nein, es ist natürlich mein Playseat. Ich werde aber nach diesem Video mich mal da drunter legen und den auf die Hebebühne stellen und dann mal alles nachziehen und festschrauben, was da sich irgendwie gelöst haben könnte. Und dann hoffe ich, dass das Problem bald aus der Welt geschafft ist. Ich muss aber sagen, ich fahre den echt gerne gerade. Wir probieren das jetzt hier nochmal. Gehen vorher vielleicht schon ein bisschen vom Gas und dann wieder ein bisschen aufs Gas. Ein bisschen Gewicht nach hinten verlagern, um somit die Hinterräder etwas mehr zu belasten und griffiger zu kriegen und dann aber voll in die Eisen. Ja, das war knapp. Ich überlege gerade, wo könnte man den so gegen antreten lassen? Pagani? Okay, das war gar nichts. Okay. Ich würde mal eben sagen, wir gucken mal ein bisschen aus der Wiederholung und danach fahren wir noch ein Gründchen. Aber ich habe Bock, den mal von außen zu sehen und zu hören vor allen Dingen. Sexy. Also so von weit weg geht er eigentlich schon. Sieht ja gar nicht so scheiße aus. Aber das Heck, ey, das ist so... Ich mag auch das Heck vom... neuen Chiron, nicht vom Bugatti. Sieht ein bisschen ähnlich aus, habe ich so das Gefühl. Ist so gequetscht, als würde er die Augen zukneifen. Sound ist ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen. Aber ja, man hört, wie der Motor sich dreht. So wirklich nach Schreien im V12 klingt es jetzt nicht unbedingt. Aber ich mag eigentlich die Project Cars V12-Note generell schon gerne, so gerade im Cockpit, wenn ich so an LaFerrari denke und so. Und auch der hier im Cockpit, der klingt eigentlich schon echt lecker. Aber ja, von außen, ja. Fahren wir doch lieber Cockpit. Aber auch hier zeigt sich, da kommt vorne nicht allzu viel an. Da ist natürlich schon ein bisschen. Deswegen können wir hier so tolle im Stand Donuts machen quasi. Typisch Allradler. Aber es fühlt sich auch so mehr nach... Ich weiß nicht, ob da 70% an die Hinterräder gehen. Und 30% nach vorne. Ungefähr so fühlt sich an. Wahrscheinlich ist es so ein Mittelding. 65, 35 oder so. Natürlich hier ein kleines Problem mit den heiß gerutschten Reifen. Aber Beschleunigung ist schon krass, ne? 200, 10, 20, 30, der marschiert einfach. 40, dann juckt er nicht. Dann gehst du in den sechsten bei 250. Hoppala! Also das ist schon echt geil. Schade. Ja, und die Spielbarkeit ist eigentlich auch geil. Also da kannst du schön Quatsch mitmachen. Aber auch das hat irgendwann seine Grenzen. Oh, schade. Ich weiß noch nicht, ob der so Kandidat wäre für das, was wir gestern im Video gemacht haben. Da haben wir den Mitsubishi auf dem verschneiten Catway Park ein bisschen hin und her gescheucht. Ich weiß gar nicht, ob der hier sich auf Eis und Schnee, zumindest mit Schneereifen, auch so gut wohlfühlen würde. Mit Spike garantiert.
Wundert mich auf jeden Fall, dass das die Mediums sind, die wir hier drauf haben, weil die sich doch schon sehr rutschig anfühlen. Und das mit harten ja nicht unbedingt besser wäre. ganz knapp. Boah, dann willst du aber auch nicht erleben. So ein hartes Übersteuern bei 92. Und dann auch rechts und links Bande. Nee, danke. Hör mir auf. Oh. Ja, okay. Hier ist er wieder weg. Schade. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze. Besser wird's hier nicht. Wir gucken uns doch mal vielleicht die Highspeed-Kurve in der Replay an. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und ja, schaltet heute Abend ein beim Livestream und beim Community-Rennen. Fahrt gerne mit, denn das wird witzig. Ich verabschiede mich, wünsche einen schönen Tag und ja, haut rein. Tschüssi!